Hallo und herzlich willkommen bei Geheimakte Tunguska. Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgedreht und zwar habe ich gerade Amnesia aufgenommen. Es ist immer noch morgens in der Frühe und ich wollte ja meine Zeit nutzen, die ich habe, um aufzunehmen. Habe angefangen mit Amnesia und ich kann Amnesia einfach nicht lange spielen. Das ist unfassbar, es geht nicht. Und damit mein Vormittag genutzt ist, habe ich mich jetzt hier an Tunguska gesetzt. Ja, und wir haben beim letzten Mal, glaube ich, den Guten hier mit einer, jawohl, Sitznadel außer Gefecht gesetzt. Nicht Sitznadel. Reißzwecke, Viel keine hat er Ahnung. nicht dabei. Ja, Hauptsache ein Schlüssel. Der Rest ist mir wurscht. So, zack. Nina! Nina! You are free. Ich freue mich wirklich, dich zu sehen. Danke für. Schon gut. Gern geschehen. War mir ein Vergnügen, werte Prinzessin. Und jetzt komm, wir müssen hier weg. Okay, ich hole nur noch schnell meine Sachen wieder. Hoffentlich haben sich die Typen noch nicht alles unter den Nagel gerissen. Vielen Dank euch beiden. Ich möchte mir lieber gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ihr nicht gekommen wärt. Musst du ja auch nicht. Wir lassen dich doch nicht irgendwo in der Pampa vergammeln. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Ja, das wusste ich. Jederzeit. Wenn es sein müsste, würde ich sogar. Könnt ihr eure Nettigkeiten vielleicht auch später verschieben? Wir sollten Nein. aufbrechen. Die Leute im Krankenhaus werden bestimmt bald dein Verschwinden bemerken. Ja, von mir aus. Obwohl, Was? wir müssen hier doch ganz in der Nähe von der Stelle sein, an der mein Vater bei seinen früheren Expeditionen sein Lager aufgeschlagen hat, oder? Ja, stimmt schon, aber dafür haben wir jetzt echt keine Zeit. Das Krankenhaus gehört zum russischen Militär. Und wenn die Alarm schlagen, wird es hier extrem ungemütlich. Wir sollten erst mal starten und unterwegs überlegen, wie wir weiter vorgehen wollen. Aber. Kein Aber. Das Risiko, hier überhaupt zu landen, war schon groß genug. Wir starten. Max, ich brauche deine Hilfe, um das Flugzeug startklar zu machen. Oleg hat recht. Wir müssen erst einmal weg, dann können wir weitersehen. Los, hol deine Sachen aus dem Jeep und komm. Aber Papa. Wie sind die da überhaupt reingekommen? Ich meine, überwachen irgendwie, starten nicht den Luftraum. Achtung, Achtung! Im benachbarten Militärkrankenhaus wurde Alarm ausgelöst. Eine Patientin, die als hochgradig gefährlich eingestuft wird, ist geflohen. Das Militär ist verständigt und einige Soldaten sind auf dem Weg hierher. Bis dahin hat keiner den Flugplatz zu verlassen. Erhöhte Alarmbereitschaft ist angeordnet. Es wird Was? weder Start- noch Landeerlaubnis erteilt. Mist, die suchen mich schon. Was jetzt? Wir treffen uns in ein paar Stunden hier in der Nähe. Was? Das ist ja eine super Angabe. Ich hoffe, Sie haben gute Nachrichten. Leider nicht. Kalinko ist noch immer verschwunden. Ich warte auf die guten Nachrichten. Naja, zumindest haben die anderen ihn auch noch nicht gefunden. Uns läuft die Zeit davon. Die Vorbereitungen für das Projekt sind fast abgeschlossen und alle warten, dass sie endlich das fehlende Puzzlestück beschaffen. Ich gebe mir ja alle Mühe. Was soll ich machen, wenn... Konzentrieren Sie sich auf seine Vergangenheit. Irgendjemand muss über Kalenkos Forschung Bescheid wissen. Und wenn er uns sein Geheimnis nicht selbst verraten kann, dann müssen es eben andere machen. Och Hoffentlich nee. sind Max und Oleg in Ordnung. Naja, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen, werden schon irgendwie mit den Soldaten klarkommen. Und wie wir hier wieder wegkommen, darüber können wir uns nachher immer noch den Kopf zerbrechen. Währenddessen kann ich mich dann ja doch nach dem Lager umsehen, von dem aus mein Vater seine Expeditionen gestartet hat. Nur, wo soll ich suchen? Außer diesem Zelt habe ich in dieser Gegend kaum Anzeichen menschlicher Existenz gefunden. Hoffentlich kann man mir hier weiterhelfen. Bestimmt. Man sucht zwar gerade nach dir, aber man kann dir sicherlich auch weiterhelfen. Ich habe hier keinen Empfang. Ah, kein Empfang. Natürlich. Handy aus. Immer ist irgendwas. Kein Empfang. Der Typ gerade eben im Übrigen, sah ja, ich spiele nebenbei, gucken wir ja auch Mass Effect, ne? Also ich spiel's, ihr guckt's und da ist ja der Unbekannte. Und der sieht genauso aus, oder? Schon sehr ähnlich. Tut mir leid, dass ich hier einfach so reinplatze, aber ich bin auf der Suche. Medizin. Pergament. Verbrannt. Was? Was? Welches Pergament? Und was für eine Medizin? Ich verstehe nicht ganz. Der Alte scheint in einer Art Dämmerzustand zu sein. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob er mich überhaupt hören kann. Offenbar braucht er irgendeine Medizin. Ich werde mich mal umschauen.
Sind wir nicht gerade in... Also, ich dachte, wir wären jetzt in Russland, oder? Wir sind doch schon in Russland. Und warum kann der... Ach so, wir können wahrscheinlich selber auch Russisch. Ich verstehe. Die Feuerstelle ist bereits erkaltet. Das Wort Rost ist sehr passend. Nimm es mit, warum auch immer. Jetzt hat die da einfach mal so ein Rostding in der Hand und schleppt das Teil mit sich rum. Oh, eine Schere. Ziemlich stumpf. Wahrscheinlich hat man ihr den Schneid abgekauft. Sie ist so witzig und schlagfertig. So, ein Seil. Ein Nussknacker sieht aus wie ein Totem. Eine seltsame Kreatur mit offenem Mund. Scheint eine Art Nussknacker zu sein. Vielleicht auch ein Malding. Ein Mörser. Nein. Anscheinend will der Alte nicht, dass ich diese Statue mitnehme. Ich sollte sie besser hier lassen. Ist in Ordnung. Aber raub ihn ansonsten aus. Ist gar kein Problem. Nichts auf Problemos. Eine einfache Blechtasse. Nein. Okay, das nehmen wir alles mit. Ein einfacher hölzerner Kochlöffel. Ja, hier ist alles sehr einfach. Ist ja gut. Wir haben es verstanden. So. Was? Ofen? Offen? Da war doch irgendwas. Da. Wo ist denn? Ich konnte doch hier. Hier war doch. Da! Da! Quaste! So ein Ding, was aus etwa 3 Milliarden Fäden besteht. Ja, das hatten wir an unserem Heimat. Was ist denn da draußen los? Heimat. Bei meinen Eltern hatten wir so Sessel da hinten unten, auch ganz viele Quasten dran. Da habe ich total gerne mitgespielt. Die sehen alle aus, als ob sie kurz vorm Auseinanderfallen wären. Ich werde mal ganz vorsichtig... Und schon habe ich den ersten Faden in der Hand. Ich lasse die Dinger mal lieber hängen. Ja, aber du hast einen Faden. Mit Faden können wir ja anscheinend, haben wir ja letztes Mal gesehen, Sachen tauschen. Wäre jetzt hier sehr unsinnig, aber naja. So ein Ding, was aus etwa 3... Yep. Verstanden. Okay, also wir haben echt merkwürdige Dinge. So mal Spoily-Boily. Okay. Der alte Mann sieht wirklich gar nicht gut aus. Allein komme ich hier nicht weiter. Und wenn er nicht bald seine Medizin bekommt... Väterchen, ich brauche deine Hilfe. Väterchen? Medizin. In dem Zustand werde ich kaum mit ihm sprechen können. Ich befürchte, dass er bald ins Koma fallen wird. What? Ja, das befürchte ich auch. Feuerstelle? Pergamentschnipsel. Das Feuer hat das Pergament zwar nicht völlig zerstört, aber es ist ziemlich verkohlt und brüchig. Egal. Die Pergamentschnipsel sind so stark durch das Feuer beschädigt, dass sie zerfallen werden, sobald ich sie berühre. Ich müsste sie irgendwie restaurieren. Ach du grüne Neune, wie macht man das? Also, du nimmst einen Faden und bindest ihn um eine Schere. Nein. Nimmst einen Kochlöffel und haust damit auf dein Handy. Nimmst eine Tasse und brennst sie an. Okay, ja, anscheinend können wir jetzt erstmal hier überhaupt gar nichts miteinander verknüpfen, verbinden, verdingstern. Ach, ich kann das ja jetzt auch wieder hinstellen. Will ich aber nicht. Kann ich das auch da hinstellen? Kann ich damit rumrühren? Wo sind denn die Pergamentschnipsel schon wieder hin? Da sind sie. Nee. 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 Nee, nee, nee. So, was haben wir hier noch? Ausgang. Das hatten wir alles. Das haben wir alles. Okay, dann lass mal gehen. So, wir haben dich jetzt ausgeraubt, alter Mann. Eine Kuh. Ein Rentier? So ein ganz schön fettes Rentier. Ein schönes Tier. Wie schön es wohl erst als Bettvorleger wäre. Das relativ weiche Fell würde sich bestimmt... Ja, guck nicht so, sonst setze ich meine Überlegungen doch noch in die Tat um. Ganz schön rabiat, die Frau. So als Mädchen müsste man doch eigentlich sagen, oh, tutzi, tutzi, tu. Dachte ich zumindest. Ein Fass. Na, Fass! Durch ein kleines Loch im Deckel kann man sehen, dass das Fass voller Wasser ist. Dann mach doch mal Wasser da rein. Da ist ein Deckel in das Fass eingelassen. Den kriege ich nicht auf. Das ist schade. Und wenn du... Oder wenn du... Du könntest aber auch...
Schade. Schade, schade. Wir müssen also irgendwie diesen Deckel aufkriegen, um dann da Wasser... Ich will dem Tier nicht den ganzen Tag auf der Weide hinterherlaufen, nur um ihm eine neue Frisur zu verpassen. Musst du ja auch nicht. Du sollst ja nur ein Stückchen abschnippeln. Na gut, dann halt nicht. Was gibt's hier noch so Schönes? Die Tränke ist leer. Offenbar kümmert sich keiner so richtig um die Tiere. Da ist doch so ein Pfropfen. Stöpsel. Ein kleiner Stöpsel, der im Fass steckt. Wenn ich den Stöpsel da jetzt rausziehe, versickert der Inhalt aus dem Fass einfach im Boden. Dann stell die Tasse runter. Die Tränke ist leer. Stöpsel. Tasse. Tassenstöpsel, Fass. Wenn nicht, da ist ein Deckel drauf. Du sollst ja auch nicht... Da ist ein Deckel... Ja, ist ja gut. Du sollst ja die Tasse drunter halten. Du kannst dann den Stöpsel wieder reinmachen. Okay, wir brauchen also sowas wie einen Schlauch. Sehe ich das richtig? Oh. Da wird wohl alles drin sein, was man zum Überleben braucht. Naja, wahrscheinlich wird da gar nichts mehr drin sein, außer einem Handschuh oder so. Weil Handschuhe benutzen... Schade, dass die Zivilisation jetzt schon bis ins tiefste Russland vorgedrungen ist. Ein Tütchen Tomatenketchup. Mit etwas Glück könnten da sogar natürliche Zutaten drin sein. Sehr schön. So, ein Knopf, eine Kupplung, eine Handbremse... Müll. Was sollen wir denn mit Müll machen? Ketchup aufs Müll-Ding. Müll? 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 Darunter sind sogar noch kleine Pommes. Schade, dass die... Ja. Ich dachte, wir nehmen so ein Stück Pommes. Na gut. Bevor ich hier nicht irgendwas rausgefunden habe, was ein bisschen Licht in das Dunkel der Entführung meines Vaters... Also bitte. Erste Hilfe? Wohl eher erste Hilfe für Alkoholiker. Eine Flasche Wodka, sonst nichts. Kein Verbandszeug, keine Schmerzmittel. Naja, zumindest keine außer dem Wodka. Das ist doch schon mal ein Anfang. So, jetzt gib der Kuh, gib dem Rentier Ketchup. Gib dem Affen Zucker. Okay, dann füll halt mal Wodka. Der Wodka ist nur für Erste-Hilfe-Maßnahmen. Ja, der Typ da drin, hallo? Der ist fast tot. Das ist ein Russe, der braucht Wodka, liebe Nina. Mann. Okay. Puh, ich habe immer noch nicht so viel Ahnung, was wir jetzt hier tun könnten. Aber... Mit Alkohol. Hier gibt's... Der Alte braucht offensichtlich eine etwas speziellere Medizin. Wodka allein wird wohl ausnahmsweise nicht helfen. Schmarrn. Wir müssen irgendwie diese Schnipsel wiederherstellen. Aber wie? Ich glaube, man muss sie feucht machen oder mit Ketchup einschmieren. Irgendwas muss man damit machen. Ich wüsste nicht, wie man so Pergament schnipst, aber vielleicht lernen wir ja gleich was. Stell das mal wieder hin. Okay, zünd es mal an. Geht nicht. Geht nicht. Stell das mal darauf. Geht auch nicht. Toll, warum haben wir es jetzt überhaupt hingestellt? Super, ey. Die Pergamentschnipsel sind so stark durch das Feuer. Ja, ich weiß, aber wie? Du musst es doch irgendwie wissen. Du müsstest mir jetzt sagen können, man könnte es wiederherstellen, indem man... Ach, wir haben ja noch den Nussknacker. Kann man mit dem irgendwas machen? Nein, kann man nicht. Ich kann so wunderschön singen. Ein Traum. Hier, alter Mann, nimm Ketchup. Ach, Mann.
hier, alter Mann, lass mich dir die Haare schneiden. Das ist irgendwie alles gar nicht mal so einfach. Ach, hier drüben gäbe es hier auch noch was. Eine Kiste. Eine große Kiste. Vermutlich für Vorräte. Echt? Zu groß, zu schwer, zu nutzlos. Du sollst sie aufmachen, öffnen. Mann, Nina, stell dich nicht dümmer, als du bist. Junge Frau. Himmel, Arsch und Zwirn Nummer 1. Zünd sie an. Ehrlich, oh. Oh, da geht's sogar noch weiter. Ach so. Ein spitzer Stein sieht aus wie... Ein spitzer Stein? Ja, hab ich ja gerade gesagt. Ich wollte sagen, sieht aus wie ein Haufen Kudung. Okay, sehr schön. Ein Loch, eine Blume. Sibirischer Enzianlauch. Scheint die einzige Pflanze zu sein, die hier blüht. Blau, blau. Keine Ahnung, ob die unter Naturschutz steht. Aber die ist so schön, dass ich gern mal eine Ausnahme machen und sie heilen lassen würde. Ach, weißt du, das Tier da hinten wegen Bettvorlegern killen, aber die Blume, die ist so schön. Manina. Das Zeug stinkt bestialisch. Da scheint Schwefel rauszukommen. Cool. Mach doch mal hier. Zünd's doch mal an. Oh Manu. Der gescheiterte Versuch, einen Tomatenstrauch anzupflanzen. Für die Biologen, lateinisch Solanum lycopersicum, auch Liebes- oder Paradiesapfel genannt. Familie der Nachtschattengewächse. Studiert die Nina Biologie? Weißt du, was soll ich mit verdorrtem Kraut? Oh, weiß ich doch nicht. Kann es auswählen. Frag die Programmierer. Mann. Weg. Weg. Spoiler? Okay, sonst haben wir alles. Interessant. Hier geht es nicht weiter. Da hinten, das sieht voll merkwürdig aus. Ich will da hingehen. Aber ich glaube, wir können da nicht hin. Wie man läuft. Ja, ich habe eine Idee, aber wir werden sehen. Oh, ich muss mich mal... Oh Gott, ich muss mich mal recken. Oh. Ich sage ja, es ist Müh in der Früh im Morgen. Und jetzt werde ich so langsam wach, deswegen recke und strecke ich mich jetzt. Werde mir gleich einen Cappuccino oder ein Schwarztee mal gönnen und dann werde ich frohlockend in den Tag starten. Und euch wünsche ich auch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Bis dann. Tschüss.